Jetzt einmal prüfen. Zumindest den Begriff. Ja. Und ein bisschen habe ich ja auch schon was gezeigt bekommen von dir. Ja, stimmt, du meintest doch, dass du manchmal die einfach nur so laufen lässt, die Videos, oder? Von mir. Ja, ich supporte ja, wo ich kann. Okay, gut. Aber das eigentliche Thema ist, weil du ja noch nie ASMR gemacht hast, dachte ich, dass ich dich jetzt mal suchst dein Glück. Und vielleicht könntest du dein Handy noch ausmachen. Ich dachte, das ist aus. Aber vielleicht muss man nicht stören, noch zusätzlich anmachen. Ach, Leon. Kann ich auch Flugmodus reinmachen? Da musst du aufdrücken. Und dann auf. Nicht stören. Ja. Also, du hast dir ein paar Sachen, ein paar Gegenstände ausgesucht und versuchst mir jetzt Tingles zu machen. Ja, ich habe Brillen mitgebracht. Ja, ich war mir sehr unsicher, was also gute Geräusche sind. Und ich dachte, ich fange mal mit einer Tomate. Einer Tomate. Ja, wir sind alle ganz große Fans von Eating Sounds. Nein, okay, sorry, ich wollte dich nicht verunsichern. Wir gucken einfach mal. Ich habe noch Wasser mitgebracht. Aber wir wollen jetzt nicht Schleichwerbung machen. Wie halte ich denn die Marke zu? Ja, das ist egal. Ich habe gleich noch einen Personal Fact mitgebracht. Ich bin nämlich Waage im Sternzeichen. Hier steht es auch. 23. ist spiegelverkehrt. 23. ist 24. September bis 23. Oktober. Rückseite dieser Marke, die wir nicht nennen wollen, ist ein großes Kreuzworträtsel versteckt. Könnt ihr das erkennen? Da, hier. Wenn ich darüber fahre, macht das also so ein Geräusch. Das mag ich. Wir wollten die Sachen ja auch eigentlich bewerten. Thank you.
eben gerade schon gemacht. Da ist ja noch Wasser drin. Wenn man es langsam macht, dann kommt gar kein Geräusch. Doch. Und? Ja. Gut. Und das hört sich ein bisschen an wie ein Herzschlag. Auch noch solche Geräusche machen. Der Ding, das ist ein bisschen laut, da müsste es ein bisschen weiter weg vielleicht. Ich merke schon, Entschuldigung. Oder ein Scratching. Weil der Deckel hat hier noch so ein Kerl. Ja, guck mal hier. Ich kann mir das hiermit besser vorstellen, mit so einem Stock. Pinsel. Der Stock, mit dem wir uns schminken. Was man alles für Geräusche mit einer Flasche Wasser machen kann. Was ich immer interessant finde. Oh. Pass auf deine Ringe. Glas und Ringe sind immer gut. Man kann ja einmal mit den Nägeln Tapping machen. Aber dann auch so mit den Fingerspitzen. Mhm. Das ist ein bisschen so klebrig, so sticky sind. Die sind vielleicht nicht ganz so laut. Ja, tu mit ich hab auch einen Ring. Das mag ich. Oh, ich komme manchmal immer ans Mikrofon ran. Das ist gar nicht so leicht, darum zu manövrieren. Musst du aber auch gar nicht. Das wird man am Ende gar nicht so viel hören. Ich will das mit dem Pinsel nochmal. Nee, ich hätte eigentlich noch was anderes dabei. Noch mehr zu essen. Zungentattoos. Immer weiter weg, das ist laut. Ich mag richtig gerne Crinkle Sounds. Wahnsinn.
ist eine vakuumierte Verpackung. Das heißt, der Luftdruck da drin, der verteilt sich so schön, wenn ich darauf drücke. Und jetzt? Alle Zauberkünstler immer. Ich ziehe jetzt irgendeins, ohne hinzugucken. Und das werde ich mir jetzt tätowieren. Okay. Ich habe es schon ein bisschen kaputt gemacht. Eine Weihnachtskerze. Also laut Anleitung hat man die auf die Zunge zu legen. Ungefähr so. Oh nein, das war zu früh. Zeig mal. Es ist einfach ein schwarzer Fleck geworden. Und das Tattoo ist immer noch sehr verschwommen zu sehen. Ist auf jeden Fall sehr süß. Soll ich eins bei dir machen? Warte, warte. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt kann man... Und es geht weiter. Wo waren wir stehen geblieben? Friedas Kunstobjekt. Guck mal, es kommt jetzt reingeschwebt von der Seite. Nee, wie wollen wir das nennen? Das wäre vielleicht... Bitte. Okay, ich zeig's einfach mal. Und hiermit dachte ich... Ich meine, da weiß man hinterher vielleicht besser. Ich fand diese Figur einfach total toll. Das ist Styropor. Es ist sehr leicht. Auf den Popo. Aufs Bein. Am Bauch. Den Bauch kratzen. Aber was ich dachte, man könnte vielleicht diese hölzernen Gelenke mal... Interessant. Schon richtig rostig. Und die Füße. Den Kopf bewegen.
kann man nicht. Ich wollte es mal gezeigt haben. Die Statue. Eine Sache habe ich auch noch mitgebracht. Das ist eine ganz handelsübliche Zeitschrift. Und die lese ich jetzt. Ich weiß nicht, ob du die vorlesen darfst. Nee. Vielleicht ein bisschen. Ich lese sie still. Für mich. Für dich. Laut. Auf der Rückseite ist immer ein Comic, witzigerweise. Schon sehr laut, oder? Entsteht, wenn man die so ein bisschen knickt. Vielleicht musst du das rausschneiden, wenn das zu laut ist. Das ist voll gut, das hat gerade voll gekippelt in meinem Kopf. Und das sind die einzelnen Seiten hier. Eine Zeitung. Vielen Dank für diesen Auftritt, liebe Zeitung. Hast du noch was, oder? Das Letzte, was ich hätte, wäre diese Brille, die ich noch aufhabe. Man kann sie auch zuklappen. Bisschen rau auf der Oberseite, hart gummiert. Weil es ist so hell draußen und so heiß im Sommer, ja. Da braucht man immer eine Sonnenbrille. Darf ich mal Sonnenbrillentapping auf deiner Sonnenbrille machen? Ja, kannst du. So richtig aufsetzen, meinst du? Ja. Das ist ziemlich grob. Das habe ich auch noch nie gemacht. Da sehe ich mich selber da drin. Da
Ja, ich glaube, ich habe nochmal Lust auf eine weitere Tomate. Ich auch. Tomate. Frieda kriegt jetzt eine. Warte, ich will. Ja, ich glaube, das war's fürs Erste. Fürs Erste. Das heißt, du wirst immer wiederkommen. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wer weiß, vielleicht seht ihr mich ja nochmal wieder. Interessant. Vielen Dank für diese Einladung, für diesen Ausflug in die ASMR-Welt. Danke, dass du da warst. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr lasst ein bisschen Liebe für Frido in den Kommentaren da. Und ja, er ist wirklich so. Oder?